Ich befinde mich hier im Lageplan des AKG-ZD. Auf der rechten Seite habe ich das Control Center geöffnet. Über Rechtsklick kann man dieses einrichten. Man kann einzelne Gruppen weg- und dazuschalten. Gruppen kann man auch auf- und zuklappen. Interessant ist die Gruppe aktueller Zeiger. Hier wird mir nämlich einmal der Plotmaßstab und auch der aktuelle Maßstab angezeigt. Beim aktuellen Maßstab handelt es sich um den Zoom-Maßstab. Ich könnte diesen aus einer Liste auswählen oder die Maßstabszahl editieren. Ich persönlich zoome immer über das Mausrad. Mausrad drehen, vergrößern, verkleinern. Mausrad drücken, gedrückt halten, schieben. Doppelklick auf das Mausrad. Alles anzeigen. Sämtliche Zoom-Befehle stehen ganz oben auch zur Auswahl. Hier gibt es auch die Möglichkeit, benannte Ausschnitte anzulegen. Speziell für dieses Video habe ich mir schon mal einen solchen angelegt. Über die Lupe im Control Center kann ich den auch wieder aufrufen. Im Lageplan des AKG-CADs arbeitet man in den Modelldaten. Und bei sämtlichen Konstruktionen und auch Abfrage- und Analysewerkzeugen gilt die Einheit Meter. Wenn ich zum Beispiel mal in dieser Fläche hier in die Eigenschaften gehe, erhalte ich den Flächeninhalt in Quadratmeter und die Linienlänge in Meter. Gewisse Elemente können aber anstatt einer Weltgröße eine sogenannte Plangröße besitzen. Für diese gilt dann nicht die Einheit Meter, sondern Zentimeter. Das können zum Beispiel sein Symbole, Signaturen oder Texte. Bei Texten kann ich zum Beispiel direkt umschalten zwischen Plangröße und Weltgröße. Und verantwortlich für die Darstellung der betreffenden Elemente während der Lageplanbearbeitung am Bildschirm ist das sogenannte Plotmaßstab. Hier kann ich mal umstellen auf 250, 500 oder 1000. Das bedeutet, die Darstellung am Bildschirm entspricht einem Plan mit dem eingestellten Plotmaßstab. Der Plotmaßstab spielt aber auch noch eine Rolle bei maßstababhängigen Fachbedeutungen. Ich gehe hier gerade mal in die Fachbedeutungsverwaltung, stehe hier schon auf einer Flächenfachbedeutung. Diese Flächenfachbedeutung ist im Augenblick noch maßstabsunabhängig definiert. Ich kann hier oben umstellen auf maßstabsabhängig, lege einen neuen Maßstab an, und zwar lege ich fest, ab dem Maßstab 1 zu 500 soll die Gebäudeschraffur keine Schraffur sein, sondern eine flächenhafte Darstellung. Ich wähle einfach mal hier dieses Grau. Okay, ich speichere das alles ab. Und wenn ich jetzt den Plotmaßstab umstelle, wechselt die Anzeige von einer Schraffur auf eine graue Fläche. Ich würde als Tipp beim Arbeiten im Lageplan immer den Plotmaßstab einstellen, indem ich später auch einen Plan ausgeben will. Man kann aber beide Maßstäbe auch synchronisieren. Das heißt, beim Zoomen geht der Plotmaßstab immer mit.